Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Bounty of One. Wir haben ein paar Münzen gesammelt und zwar 33 schon insgesamt. Das heißt, wir können hier entweder vierblättriges Kleeblatt erhöht die Chance auf weitere Wahlmöglichkeiten oder Wahlmöglichkeiten auf Kisten. Das mache ich jetzt auf 30% und dann ist gut. Ne? So, und jetzt erhalten die zu Beginn, wenn sie im früheren Durchgang ein Schiff besiegt haben. Wenn sie in einem früheren Durchgang ein Schiff besiegt haben. Ah, okay. Deswegen hatten wir letzte Woche. Das ist teuer, ne? Aber ja. So. Also, heute wollen wir es mal besser machen, habe ich gehört. Wir bleiben bei den Einstellungen von letzter Woche. Und zwar, obwohl, warte mal. Erhöht die Anzahl an Gegnern. Ne, Gegner ist nicht so schlimm. Bedeutet auch mehr Erfahrung immer. Ah, das killt mich halt hier, ne? ...20% ist halt nicht viel eigentlich auch, ne? Ne, wir lassen das so, wie es ist. Ich will das schaffen. So, und wir nehmen... ...wieder Wendem. Starten, ruhig. Das schaffen wir! Da haben wir direkt die Kiste, weil wir letzte Woche einen Sheriff besiegt haben. So, wirf drei Messer. Wir nehmen direkt die Schilde. Erhalte 10%, wenn du nicht getroffen wirst. Aber wir nehmen die Schilde und dann ist gut. So, wen haben wir denn da? Okay, wir haben den Kürbis-Tübi. Das heißt, immer wirft er da seine komische... Jedes Mal seinen komischen Kaktus. Und bumm. Das heißt, wir müssen die Abklickzeit ordentlich verringern. Damit wir die öfters. Zum Beispiel hier. 10%. Damit wir öfters die Dingsen bauen können. Werfen können. Riesenkaktus. Bum, 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 bum. Ein bisschen schneller wegen. Wegen Bossen. Ne? Bisschen schneller laufen sollte man immer holen. 7% Crit auch. Klar, gerne. Gerne, gerne. Den spiele ich eigentlich ja nicht so gerne. Ne? Ich spiele ja eigentlich, also ganz ehrlich, wenn ich das wieder nicht schaffe, ne? Ich meine, seit ich das nicht, also seit dem Full Release. Und seit es diese nicht mehr Ruhmesstufe 18, sondern jetzt 25 ist, schaffe ich einfach auch nichts mehr, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Aber es liegt auch daran, dass ich seitdem auch nicht mehr mit meinem Nicht-Watcher, Watcher war das tatsächlich gar nicht, Robert. Es war Robert, mit dem ich immer gerne gespielt habe. Nicht Roger, sondern Robert! Das Spiel kann man ja bis zu 4 Spieler sogar spielen. Das ist schon richtig wild. Ich frage mich auch, ob dann 4-mal so viele Gegner kommen. Oder ob die 4-mal so viel Leben haben, die Gegner. 2 Leben. Also sie machen ja immer noch natürlich 3 Schaden. Oh, jetzt haben wir 2 Bosse. Scheiße. Und ich habe gerade nicht aufgepasst, wo ich hingeworfen habe. Wo ich hingelaufen bin. Wir müssen jetzt erstmal endlich einen Boss töten, damit wir den Upgrade kriegen. Bum bum. Wichtig. Damage. Was ist mit der Abklingzeit? Was ist mit... Gleich kommt ein dritter Boss schon. Ich sehe das schon kommen. Ein One-Hour wahrscheinlich. Jetzt weg mit dir. Weg mit dir.
Weg. Jawohl. Dann, wenn deine Projektile zerstört werden sollten, reduziert sich hier Schaden und sie durchschießen stattdessen zweimal. Wenn du stehen bleibst, feuerst du alle 5 Sekunden Schüsse um dich herum. Ich muss auch für 5 Sekunden lang stehen bleiben. Aber ich nehme das, weil das heißt ja, ich krieg direkt zweimal Durchschlag, oder? Ja. Oh, da ist der nächste Boss. Oh Gott. Ich brauche was zum Heilen. Ich bin gleich tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schneller. Aber bringt mir jetzt auch noch nicht so viel. Weil auch der Kaktus durchdringt ja jetzt zweimal jeder dieser Schüsse. 15% weniger. Heißt jetzt schon mal ein Viertel weniger. Das ist schon mal sehr gut. Aber die müssen wir ordentlich da reinpfeffern. Oh, ich habe nur 2 Leben. Wenn ich getroffen werde, bin ich weg. Ein Pistoenge spezialisiert ständig um dich herum. Es fügt Feinden, die es durchdringt, Schaden zu und schießt mit einer aktuellen Angriffsgeschwindigkeit. Ja, das Legendary nehmen wir mit. Irritiert mich nur ein bisschen, dass das da rumschwirrt. Bei sowas nehmen wir Crit. So, ein Leben bringt mir leider gar nichts. Dass ich jetzt ein Leben eingesammelt habe. Oh Gott. Sammelreichweite. Und erhöht denkst du. Also es ist Legendary, das nehmen wir mit. Kommt der nächste Boss. Ja, komm, nehmen wir es sogar nochmal. Achso, der Boomerang umdreht ja noch heftiger, ne? So, Überleben ist natürlich wichtiger als Abklingzeiten. Alter, den kennen wir noch gar nicht, den kleinen Mini-Sheriff da. Alter, der Boomerang, der geht ab. Er fliegt hier durch die Menge, du. Dem ist alles scheißegal. Zwei Leben. Ich brauche Leben. Ich bin hier in Gefahr. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Wenn du einen Sprung wiederherstellst, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das verbanne ich alles. Schüsse mit Durchschuss fliegen jetzt automatisch. Und wir kriegen einen Durchschuss mehr. Ist ja mega gut. Zehn Prozent. Auch mein Kaktus. Der fliegt ja erstmal. Und dann, bevor der explodiert. Okay, Boss. Krieg ich noch ein Level zusammen? Mehr Schaden. Hä? Es kommt nicht Dingsen? Ich dachte, es kommt immer der eine zuerst. Bam, 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 bam.
Guck mal, die können gar nicht platzen. Die machen aber auch keinen Schaden. Doch, machen sie. Dauert nur. Ja, wir warten kurz. Das Gute ist, dass man auch ein bisschen auflädt, ne? Das heißt, ich kann so rumlaufen. Alter, der ist ja richtig kacke, der Boss. Aber der ist einfach. Aber kacke. Bum, 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 bum. Tot. Gewinne ein Spiel mit Nigel auf Ruhmstufe 0 oder höher. Was? Aber ich spiele doch gar nicht Nigel. Spiele ich Nigel? Ich spiele doch gar nicht Nigel. So, alle 30 Schüsse ist ein nächster Schuss langsam riesig, verursacht dreimal mehr Schaden und kann nicht aufgehalten werden. Erhalte 0 Schnellbewegungen. 0 Schnellbewegungen? 40 plus 40 Sekunden Grundschnellgeschwindigkeit am Klicken. Schnellbewegungen. Also ich finde das alles geil, aber ich nehme das. Und wir haben 2 Kisten gekriegt. Geil. Erhalte 4-mal würfeln. Ne. Es ist geil, aber zu gefährlich. Ich würfel lieber. Für Kisten. 4 Würfel für Kisten. Ich würfel lieber. So. 40% Crit, dann wären wir bei 67. Lohnt sich noch nicht. Wir nehmen das. Wenn du 2 Schaden hintereinander nimmst. So, jetzt machen wir einen Dreier-Schaden. Das heißt auch, 3 Dinger fliegen jetzt auch rum. 3 Kakteen hier. Boom. Geil. Boom, boom. Boom, boom. Da fliegen sie rum. Aua. Brauchen wir noch irgendwie sowas von wegen am Bildschirm abprallen oder so? Damit die auch nicht ins Leere gehen. Ah, Mann. Genau. Ja, vor allem, wenn ich nicht in die Menge reinschieße, dann bringen mir die Dinger auch nichts, ne? Die Kakteen, wenn ich die irgendwo am Rand hinschieße. Guck so. Na klar, die machen da ein paar Gegner tot, aber die Menge soll ja getroffen werden. Und nicht irgendwelche Randfuzis. Prozent. Ablenkzeit. Scheiß auf Crit. In dem Fall tatsächlich. Die eine Fähigkeit, dass man sich zum Beispiel nicht mehr heilt durch Herzen. Das ist ganz gut, wenn man eh keine Herzen mehr bekommt. Dann ist es natürlich richtig gut. Weil dann hast du 3 Leben direkt instant, ne? Ah, Mann, komm schon. Auch das mit den Heilen geht ja auf Abklingzeit, ne? Das heißt, also ist schon ganz gut, wenn ich auf Abklingzeit reduzieren gehe. Fläche. Auch ganz gut für den Bumerang, damit er so rumfliegt. Ah Mann, ich wusste gerade nicht wohin. Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Aber ich bin arschlangsam, was das Schießen angeht, ne? 1,75. Das ist halt gar nichts, ne? Das ist halt gar nichts. Verursache bei jedem Crit eine Explosion. Genau. No. Hast du das gesehen? Vor allem durch die ganzen Explosionen. Oh, Junge!
durch den Boomerang und alles und durch die ganzen Kugeln und alles und. Na komm, nehmen wir das auch noch. Alles soll explodieren. Nee, erhalte 40% Crit. Wären wir bei 47. Das bringt mir auch noch nichts. Ah, dann nehmen wir das Schild. Ja, Schild ist wichtig. Ja, die Kugeln werden größer. Eine Wahlmöglichkeit mehr, jawohl. Explosion. Also jetzt stell mal vor, ich kritte nur noch. Alles würde hier kaputt machen. Das ganze Spielfeld würde einfach vernichtet werden. Ich nehme die Leben mit. Ich will das ja auch mal endlich schaffen, ne? Mann, komm schon. Ich will das ja auch endlich mal schaffen. Ruhm Level 25. Das wäre dann schon mal die Hälfte. Du hältst eine Aura. Nee. 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 Nach einem Sprung wirst du 5 Messer. Nee. Nee. Neue Auswahl. Ja, dann nehmen wir lieber das und ziehen wir alles an. Wenn du keinen Schaden nimmst, wird deine Angriffsgeschwindigkeit Achso, wenn du Schaden nimmst. Nee, dann nehmen wir das. Dann kriegen wir wenigstens den ganzen Scheiß, der hier rumfliegt. Ich liebe bei solchen Damaku-Games, liebe ich Magnete, ne? Weil es ist immer so viel Erfahrung, was hier immer rumliegt und so. Achso, und ich kriege ja auch schneller Schild zurück, fällt mir gerade auf. Wenn ich ja die Abklingzeit reduziere, ne? Ey, ich habe hier gar nichts. Ich werfe mal neu. Ah, nehmen wir Crit natürlich. Crit gleich, boom, boom. So, jetzt muss ich auch eigentlich nur noch den Hilfs-Sheriff da unten machen. Und dann kriege ich das Geld ja sowieso. Gar nicht so einfach, den zu treffen. Ja, nehme ich, komm. Dadurch, dass ich auch noch zielsuchende Dinger habe. Sollen sie ruhig. Aber ich habe auch nichts an Schaden, ne, eigentlich. 110 Grad mal. Einfach gar nichts. Ey, ich krieg den auch nicht gefokust. Nein, jetzt haut er auch noch ab! Leck mir doch die Fußsohle! Alter, wie viele Dinger ihn verfolgen. Ist ja insane. Die müssen halt auch alle platzen, ne? Aua. Nicht ich. Ich bin einfach auch nicht stark. Ich bin einfach nicht stark.
Wieder aber rauskommen und meine Dinger rumfliegen. Was jetzt? Lag! Zähl nicht, ich hatte Lags! Mein Boomerang ist ja auch arschlangsam, weil ich keine Angriffsgeschwindigkeit habe. Und dieser eine, dass er abgehauen ist, ah, das regt mich so auf. Wenn du dich 2 Meter bewegst, wird dein nächster Schuss mit 2 Projektilen mehr geladen. Höchstens 3. Nein. Wenn du stillstehst, wird mit jedem Schuss 2 Messer aufgeladen. Aber dein Angriffstempo ist reduziert. Wenn du stillstehst, naja, nee. Wenn du springst alleine, nee. Schieße alle. Ja, nimm wir das. Ach, was soll's. Ich kann's ja auch nicht ändern. Ich finde das nur schade, wegen dem eine Kiste, die uns flöten gegangen ist. Wir haben aber auch echt keine schönen Sachen. Kein Damage, keine Angriffsgeschwindigkeit. Aber gegen 100% mehr Crit, hätte ich auch nicht nein sagen, ne? Komm, jetzt geh tot. Ah! Ich mach noch mehr Crit-Schaden nun. Also stirb. Stirb. Fuck, ey. Ey, level-technisch weiß ich auch gar nicht, ey, ob ich... Ey. Ob ich da mit Level 30 gerade im Moment gut bin oder eigentlich gar nicht so. Oh, da ist der nächste. Und dann auch noch ein Speedy. Der lebt einfach immer noch. Er ist tot, Mensch. Wie viele Durchschuss und so willst du denn noch alles haben? Alter. Gib mir irgendwas Geiles jetzt. Für jeden aufgeladenen Sprung erhältst du 5 Crit. Ja, ich glaube, ist schon am besten von all denen. Ja. Oh ja, endlich Damage. So, das heißt, ich habe jetzt pro Sprung mehr. Und jetzt brauche ich auch keinen Crit holen. Ich habe jetzt 9. Ja, guck mal, jetzt explodiert das auch alles überall. Wenn ich jetzt auch noch das mit dem 40% mehr auf einen Schlag kriege, das wäre ja richtig Jackpot. Bing. Kriegen wir aber nicht. Wenn du Schaden nimmst, verlangsamt die Projektile deiner Feinde. Du hältst deine Aura, die Schaden verursacht. Ja, ich mache ja keinen Schaden. Ja, brauchen wir auch nicht. Wenn du Schaden nimmst, ja, nimm ich das mit den Schaden. Wa? So, mehr Crit-Schaden natürlich. Ah, nein, ich habe 5% verloren. Oh, da ist der nächste. Ah, ich finde das nur, dass hier alles explodiert an den Seiten. Wegen meinem Boomerang. Dann, sobald ich die Dinger loslasse.
Ja, ich will halt nicht sterben, ne? Deswegen nehme ich lieber Scheiß auf die 10%. Lieber 2 Leben, ja. Ja. Okay, auch mit dem Wirbel, die 5%, alle 5% ein Projektil. Da müsste es ja auch schneller gehen dann, ne? So, deine Schüsse verlangsamen Gegner brauchen wir nicht. Sammle Münzen brauchen wir nicht. Wenn du keine Sprünge mehr hast, läufst du schneller, brauchen wir nicht. Erhöht deinen Schaden, aber verlangsamt deine Projektile. Wenn du stehen bleibst, feuerst du alle 5 Sekunden Schüsse um dich herum. Ich erhöhe mal meinen Schaden, oder? Man kann ja heutzutage eh nicht stehen bleiben. Bei den ganzen Kugeln und so. Man muss ja ständig ausweichen. Wenn ich jetzt noch riesig werden würde, das wäre mega gut. Ich habe schon wieder 17 Leben. Aber diesmal habe ich keine Angriffsgeschwindigkeit. Oh, endlich mal wieder Power. 200. Oh, wir können mal ein bisschen stehen bleiben. Überall sind Explosionen. Aua. Alles saugen. Wie ein Gierschlund. Erhalte bei jedem Level auch schon Immunität, brauchen wir nicht. Erhöht deinen Schaden, aber verlangsamt dein Angriffstempo. So kriegen wir die 20% Projektile ja quasi wieder. Machen nochmal 30% mit damit. Aber Angriffstempo. Ich nehme das mit denen, wenn du stehen bleibst. Oh, wir kriegen sogar noch was. 15% weniger. Ja, jetzt kann ich auch ein bisschen stehen bleiben. Und mein Schild hat abgeblockt. Jetzt muss ich ausweichen. Ausweichen. Oh, das sieht gut aus. Ausweichen. Wenn ich jetzt noch irgendwie so am Bildschirm abprallen oder so kriegen würde, damit meine Projektile nicht flöten gehen. Aber das wäre schon insane, ne? Also die ganzen Explosionen, ne? Die helfen aber auch ungemein. Und ich habe nicht mal 100%, ne? Ich habe nur 64. Ja, aber man wird nicht schneller, ne? Jetzt schon Endboss? Ach stimmt, das ist ja schon der dritte. Ja, da muss ich ja alles einsammeln. Warte mal, wie viel Leben haben wir? Also 3, 6, also bis 18. Ja, wenn ich das nochmal nehme, haben wir auf jeden Fall ein Leben übrig. Ja, dann nehme ich das. Ja, hier bringt mir natürlich Explosion gar nichts, ne? Dass wir überhaupt so weit gekommen sind, ne? Aua, oh shit. Meine zwei Schilde, die retten mich aber auch ganz gut. Ah ja, schön mit dem Wirbelsturm dadurch. Oh, schmeckt das. Muss ein bisschen anpassen, dass mein Wirbelsturm da auch direkt durch ihn durchgeht.
Egal, wir haben ja auch noch Schild. Oh, guck mal, was alles angeflogen kommt. Alter, wir sind ja ordentlich hier am Retten, ne? Treffen ja gar nicht. Geschafft! Eliminiere mit Olin. Genau, weil wir Olin sind. Gewinnen Sie ein Spiel auf Ruhm Level 20 oder mehr? Gewinnen Sie ein Spiel auf 25 oder mehr? Victory! Jawoll! Tschüss! Und dann auch noch mit einer Klasse, die ich eigentlich nie spielen wollen würde. Held des Alten. 10 Münzen mehr. Gewinnen Sie ein Spiel auf Ruhm Level 20 oder mehr? So. Gewinnen Sie ein Spiel auf 25 oder nochmal 15 Menschen. Ah! Besiege Tom den Trommler. Eliminiere den Totengräber mit Olin. Und wir haben ja auch neue Sachen jetzt freigeschaltet dadurch, ne? So. Ja, Endlosmodus brauchen wir ja nicht gehen, ne? Hier ist mein Inventar. Menü. Ja. Yeah. Bam, bam, badam, bam, bum. Badam. Bam, bam, badam, badam, bum. Badam. Deswegen spiele ich auch ganz gerne Zufall. Weil mit Zufall kriegt man einen Olin, mit dem man das auch rockt. So, wir haben 68 Münzen. Das heißt, wir können hier was nehmen. Was ist das? Metalldetektor? Davon habe ich nichts mehr. Was auch immer das heißen mag. 5. Jetzt sind es 10. Das ist doppelt so viel, was auch immer das heißen mag. Doppelt so viel Reichweite oder so? Ah, 2 müssen fehlen, ne? Hier, das brauchen wir. Legendäres Trainingskit. Ja, meine Damen und Herren, das war Bounty of One für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lass mir ein Abo da, ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ja, 25 ist im Moment unser Rekord, also versuchen wir nächstes Mal, ihn zu erhöhen. Bis 50 geht das. Bis dann. Tschüss.